Das ist nicht süß. Nee, du bist so ein gemeines Arschloch. Gut, dann brauchen wir jetzt eigentlich nur noch ein bisschen Kerzenwachs. Wo ist der Brief? Da ist der Brief. Tropfe Wachs hinauf. In Ordnung, jetzt ist ein ordentlicher Wachsklecks auf dem Brief. Sehr gut. Dann müssen wir jetzt nur noch an den... Wie komme ich da dran? Das steinerne Abbild des Ritters ist sehr detailliert. Eine wahrhaft meisterliche Arbeit. Man kann jede Kleinigkeit erkennen. Ah, warte. Irgendwie muss man da... Doch, Holzstiel? Nee. Moment. Das ist ja das, aber wir müssen ja irgendwie an das Siegel kommen. Das steinerne... Okay, das ist ein bisschen oberhalb hier. Wir können dann nicht einfach das Siegel vom Clown... Nee, das können wir ja nicht machen. Wir brauchen ja das Siegel noch. Okay. War das irgendwie hier? Ist auch kein Siegel, ne? Scheibenkleister. Wie kommen wir jetzt an das Siegel dran? Morsche Bretter. Ist da Windfahrt? Dann können wir auch nicht allzu viel anfangen. Ja toll, wir haben noch die Feder. Wir haben noch das. Morsche Bretter. Wie können wir dieses Symbol kopieren? Das steinerne Abbild des Ritters ist sehr detailliert. Eine wahrhaft meisterliche Arbeit. Man kann jede Kleinigkeit erkennen. Vom Mitesser am Nasenflügel bis hin zum Siegel auf seinem Ring. Siegel auf seinem Ring. Dingelingelingeling. Das bringt all nix. Das ist das Problem. Und wir können vorher... Oh, was ist das denn? In Ordnung. Damit habe ich ein Pompon an einer Schnur. Ich will's gar nicht wissen. Was machen wir mit einem Pompon an einer Schnur? Am Ende des Fadens hängt der Pompon des Paladins. Ja, das ist ganz toll. Aber was machen wir damit? Können wir die damit abwerfen? Okay, rumprobieren bringt doch irgendwas. Okay, versuchen wir mal einfach alles mit allem. Okay, das Ding haben wir hinter uns. Dann können wir den Brief jetzt einfach mit allem probieren. Wir machen das Ganze jetzt einfach schön der Reihe nach. Solange das Rot nicht flüssig ist, kann ich es... Ach ja. Nee, die grünen Flecke können wir auch nicht drauf machen. Das bringt nichts. Das würde mich nicht weiterbringen. Geisterpilze sind lila. Ja, Geisterpilze sind lila und nicht blau. Das Ding können... Ups. Das Ding hier können wir nur noch mit den Sachen probieren. Gut. Geisterpilze. Geisterpilze sind nicht... Ups, ja, okay. Alles klar, damit können wir hier unten erstmal nichts mehr machen. Müssen irgendwie rausfinden, wie wir es hinbekommen. Von außen ist nichts Interessantes zu sehen. Und ich... Können hier oben können wir aber auch nichts mehr machen, ne? Trachte den Federschmuck. Immer noch hässlich. Ja, das ist super. Allerdings bringt uns das auch nicht wirklich weiter. Schließe den Topf. Blasebalg. Ein Blasebalg.
Damit kann die Kuh das Feuer in Gang halten. Die Kuh, das ist aber nicht sehr gemein. Entschuldigung, der Blasebalg hier, kann ich den haben? Er ist kaputt. Kann ich ihn trotzdem haben? Was bekomme ich dafür? Gar nichts, er ist kaputt. Argument. Weise. Ja, Taure. Endlich mal jemand, der das erkennt. Ja, wunderbar. Er ist tatsächlich kaputt. Hier ist ein großes Loch im Luftsack. Kein Problem, wir haben Leder mit Kleber. Das sollte funktionieren. Ich benutze das Stück Leder, um das Loch am Luftsack abzudichten. Perfekt. Der Blasebalg ist wieder funktionstüchtig. Schön. Dann kannst du ja... Oder auch nicht. Was kann man denn jetzt mit dem Blasebalg mit machen? Wollen wir das mal erklären? Anscheinend nichts. Gut. Vielleicht müssen wir das erst sauber pusten. Ich sehe noch keinen Sinn in diesem Blasebalg. Aber das macht ja nichts. Es ist ja nicht so, als könnte man sich da nicht irgendwas rein erfinden. Gehen wir noch zum Orgelager. Ja, wir haben auch noch die Saftpresse, so. Wofür auch immer die gut sein sollen. Wir haben das Orghäuptling-Ding. Pompom am Pfad. Ich komme noch nicht drauf klar. Benutze die Presse, ja. Geht immer noch. Aber was könnte ich auspressen? Das ist eine gute Frage. Reden wir nochmal mit dem Orghäuptling. Vielleicht hat er ja nur irgendeine Idee, was wir in die Saftpresse packen können. Hallo, Häuptling! Zum Gruße! Ich werde selbst zum Krieger werden. Hier lässt sich nirgendwo ein anständiger Krieger finden. Also werde ich zum Krieger werden und diesen elenden Wettkampf gewinnen. Der Wettkampf ist heute Nachmittag. Wie willst du bis dahin die hohe Kunst des Kampfes erlernen? Ich werde mir eine unschlagbare Ausrüstung besorgen. Na, der Weg der Talentlosen. Eine weise Entscheidung, wie mir scheint. Der Weg der Talentlosen. Dir ist aber schon klar, dass ich dich nicht mit einer x-beliebigen Ausrüstung hier reinspazieren lasse. Meine Ausrüstung wird Imba sein. Wir werden sehen. Ja, schau mal, ich habe einen Kriegerhelm. Schau mal, ich habe einen mächtigen Kriegerhelm gefunden. Oh, sieht gut aus. Aber was macht ihn so mächtig? Er ist magisch. Er kann sprechen. Sag mal was. Oh ja, toll. Aber er kann wirklich sprechen. Ich höre seine Stimme in meinem Kopf. Aha. Es ist nur, mein Helm mag mich nicht. Das ist sehr schade. Aber vielleicht wird das ja noch. Ja, vielleicht. Vielleicht. Ich habe schon einen Teil des Sets. Lässt du mich nun in euer Lager? Nur weil du einen guten Helm hast? Das reicht bei weitem nicht. Komm wieder, wenn das Set vollständig ist. Ach, das ist ja langweilig. Ich werde warten. Ja, ich weiß, dass du warten wirst. Und das Gute an der ganzen Sache ist, so ein Nachmittag, der zieht sich manchmal so ein bisschen länger. Gut, Erdwichtel. Pom-Pom an der Schnur. Blasebalg. Was haben wir denn mit dem Schwachsinn? Haben wir hier vorne noch nichts mehr, ne? Da ist ja noch eine Ader, aber die interessiert uns ja nicht. Hier ist auch nichts weiter. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Solange wir diese Sachen auch nicht angucken können, kann man da wahrscheinlich auch nicht allzu viel machen. Das ist das Problem.
zumindest Bier haben sie. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Die brauchen wir noch irgendwohin Spitzhacken. Können wir nicht mit dem Pompom einer Schnur irgendwie drauf rumschlagen oder so? Wieso können wir uns eigentlich nicht mit dem Magneten? Warum hat er den eigentlich nicht noch da? Damit könnten wir uns doch irgendwie einen Schatz besorgen. Die Stein. Was? Du willst dafür etwas. Ich glaube, ich habe. Schade. Nee, Opfergaben klauen können wir ja auch nicht. Das ist ja. Das ist voll anti und so. Wir können aber auch sonst nirgendwo hin, ne? Also muss es noch irgendwas Kombinierbares hier geben, oder? Ich übersehe etwas. Das passiert mir häufiger. Gehen wir den Bildschirm einmal ganz gemütlich ab. Gut, mechanisches Monstrum. Das ist ja ganz toll. Gulliver und so, mit den tropfenden Kerzen kann man auch nichts mehr machen. Das erinnert mich an Discworld. Tropfen, Kerzen. Im Anführer können wir sprechen, wir können das Grab betrachten, aber das ist alles uninteressant. Pompoms können wir auch nichts machen, wir können auch mit dem. Na? Versuchen wir es einfach mal. Feuchtgebiet mag zwar dämlich sein, aber den Unterschied zwischen einem Wachsklecks und einem Siegel wird sie wohl schon noch erkennen. Ja, das ist das Problem für dich. Sogar. Du sollst ja auch das verdammte Siegel darauf abdrücken. Oder müssen wir erst irgendwie Kupfer abbauen und dann daraus dann einen Konterpart machen? Aber wie soll das gehen? Wir haben nur ein Pompom. 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 Am Faden. Wir können doch nicht die Kerzen hier einfach ausblasen. Das würde viel zu aufwendig werden. Also ich bin immer noch der Meinung, man könnte mit morschen Brettern ein Negativbild machen. Eventuell. Warum auch immer wir die Feder immer noch haben. Probieren wir wieder einfach einmal alles durch. Das kann ja nicht schaden. Und zumindest die neuen Gegenstände kann man miteinander einfach mal ausprobieren. Mehr als schief gehen kann es ja eh nicht. So. Rotes Pulver flüssig bekommen. Betritt den vorderen Teil der Gruft der verschmähten Jungfrau. Können wir ja nicht. Ja, es ging nicht. Sarkophag, Sarkophag. Das Siegel der Familie zeigt einen Fuchs auf einem Goldhaufen, umringt von hässlichen, weinenden Enten. Tch, wie subtil. Okay. Ah, Moment. Da ist der Siegelring. Wollen wir mal sehen, wie gut die Arbeit der Steinmetze wirklich war. Sieht ziemlich gut aus. Ich schätze mal, durch einen Tränenschleier hindurch wird man keinen Unterschied bemerken. Ja, hey, es hat funktioniert. Das ist doch wunderbar. Gut, dann können wir der eisernen Jungfrau jetzt ja wohl. Du wirst es nicht glauben. Schau mal, was ich draußen gefunden habe. Ja, so ganz das, zufällig. Worauf du so lange gewartet hast. Ein Brief von Maximilian. Tatsächlich? Ja, tatsächlich. Oh ja, hier ist sogar ein Siegel. Kennst du es vielleicht? Das ist seins! Das ist sein Siegel! Die unleserliche Handschrift, all die Rechtschreibfehler! Der Brief ist wirklich von ihm! Was schreibt er denn? Die Rechtschreibfehler. Da war ein Sturm und er würde gern zurück zu mir, aber er kann nicht. Na, das erklärt doch alles. Ich muss gleich zu ihm. Oh, diese Freude!
Wegen des Schilds. Oh ja, die fetten Orga haben ihn weggetragen. Sie leben in einer Höhle hier ganz in der Nähe. Okay. Danke und viel Glück bei der Suche. Aber denk immer daran, der Weg ist das Ziel. Ja. Ich weiß alles, was ich wissen wollte. Der Schild ist in der Höhle der Oger. Ihre Freude wird nicht lange anhalten. Aber was soll schon passieren? Soll sie sich umbringen oder den ganzen Tag heulen? Naja, das eine hat sie schon gemacht und das andere hat sie auch schon gemacht.